Hallo, herzlich willkommen zur 10. Oh Gott, oh, das ist peinlich, scheiße. Entschuldigung, zur 10. Folge, glaube ich, des Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX Let's Play. Ich werde mich immer wieder fragen, wenn ich es anmoderiere, wer entwirft so einen langen Namen? Aber okay, ja, wir sind ja mitten auf der Flucht und können auch nicht zurück. Ja, warum auch? Ja, wir finden uns am Fuße des Lavabergs. Ich weiß gar nicht, gibt es hier eine Karte? Nein, das scheint nicht so zu sein. Ist aber eigentlich auch egal. Denn wir müssen ja fliehen und müssen jetzt durch den Lavaberg durch, was natürlich als Glumanda und als Bisasam sehr schwer werden. Ja, doch ins Inventar können wir mal reingucken. Genau gesagt, die Sammelbox. Georock-Brocken, das ist schön. Viele Top-Aids, eine Linkbox. Ein Apfel, zwei Apfel, drei Apfel, Samen, 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 Schlafsamen und noch ein Schlafsamen. So, wir haben kaum noch Belebersamen. Deswegen gucken wir jetzt mal Items entnehmen, ob wir hier nicht noch. Nein, doch, da ist einer. Huch. So, da ist ein Mini-Belebersamen. Aber ich weiß nicht, was bringt der Reinsamen? Wird er verleihen, wird dies in die Nähe der Treppe teleportiert. Das ist auch ein guter Notfallsamen. Grimmsamen. Okay, erhöht. Nee, Verbotsamen, Lebenssamen. Der Effekt ist permanent. Das können wir natürlich auch machen. Genauigkeitsbrause, Allmachtorb, Versandorb, Knödelluft, Bankorb, Intensivticket, ja. Hätten wir mal die Intensivtickets alle genutzt, wirklich. Hätten wir mal eine ganze Folge nur trainiert. Dann hätten wir vielleicht nicht so Probleme, denn die Pokémon sind einfach nicht so stark. Wir sind gerade mal Level 19 und 18, wenn ich mich nicht täusche. 19 und 17 stimmt ja. Glumanda ist nur 17. Okay. Gut, dann noch schnell das Zitat, bevor es richtig losgeht. Dieses Mal ist das Thema Fortschritt. Das Zitat stammt von Sigmund Graf und lautet: Die Menschheit verzichtet auf keinen Fortschritt, der ihr schadet. So, genau. Dann wollen wir mal. Es kann nur schief gehen. Bist du soweit? Ja, na klar. Ab geht's. In welche Richtung? Zum Feuerberg oder zum Felspfad? Nein, wenn dann zum Feuerberg. Denn diese Gegend sieht nicht gerade einladend aus, aber wir lassen uns nicht beirren. Wieso sollte ich zum Felspfad gehen? Ich meine, der Feuerberg, wir stehen direkt am irgendwas brennenden. Oh, da unten ist ein Kecleon-Laden. Seht ihr das? Ich habe mich doch in der letzten Folge gefragt. Ach nein. Wie es sich verhält mit. Oh je, das wird jetzt richtig witzig. Als ob das brennt. Jetzt schon. Wie es sich verhält mit Kecleon-Läden, wenn wir jetzt doch auf der Flucht sind. Ich habe auch keine. Was war's? Wir laufen halt auch direkt in alle möglichen Pokémon rein. Keine Phrygia-Beere. Heißt es Phrygia? Was ist die Phrygia-Beere? Ich glaube ja. Oh Gott, 20. Da ist ein Samen. Ja, den heben wir auf jeden Fall auf. Apfel können wir brauchen, aber eigentlich nein. Top Aether nehmen wir auch noch mit. Linkbox schenken wir uns. Aufheben. Ah, passt nicht mehr in die Box. Das ist ja ungünstig. Ja, wir können das hier werfen. Gut. Damit wird das Item andersfarbig. Das heißt, wir können es vielleicht verkaufen. Ich glaube, den Samen kriegen wir vielleicht für einen. Gott. Also ich muss wirklich mit dieser Linkbox arbeiten. Ja. Dafür gebe ich dir. Ja, sag ich doch und. Ach, wir haben den Samen nicht gekauft. Ja, siehst du mal. So, jetzt wird er erst gekauft. Ja, jetzt kommt er nämlich. Der kostet mich. Ja. Wenn wir nämlich nicht einverstanden sind, habe ich ja schon mal gesagt, dann würde uns Kecleon wahrscheinlich angreifen. Oder wenn wir ihn dummerweise, so war es zumindest bei Team Blau, dummerweise angreifen, also wirklich blöderweise eine Attacke direkt auf ihn einsetzen, dann. Ach, hör doch auf anzugreifen. Ich muss das mal in der Teamtaktik richtig ändern. Das kann nicht sein. Also, das wird hier richtig witzig. Das ist, glaube ich, der schlimmste Berg. Also da. Das.
Da war wirklich der Donnerberg wahrscheinlich ein Klacks dagegen. Denn klar, Feuerberg, was wird uns denn wohl erwarten? Es ist irgendwo klar, dass es wahrscheinlich der Feuervogel Lavados sein wird. Und Bisasam hat auf Ebene 1 jetzt schon 0 Angriffspunkte. Es ist zum Brechen, aber wirklich zum Brechen. Wow, hier ist die Treppe, cool. Das ist schön. Und Bisasam geht halt direkt in den Angriff und verfehlt. Ja, ist gut, jetzt hast du das Feuer besiegt. Ebene 2. Sind das vielleicht die... Schleimkost? Nur im Notfall. Nee, das macht man nicht. Aber Bisasam rennt jetzt weg. Ach nein. Heuler, oh nein. So gut es geht, vor allem Pokémon davon rennen. Okay, das hat sich wieder erledigt, denn jetzt haben wir schon ein Problem. Okay, Steinwurf geht noch, aber kann nicht in die Richtung. Ach Mann. Ja, ach stimmt, ich kann ja auf Lava laufen. Da habe ich nicht mal dran gedacht. Ich kann ja auf Lava laufen. Ohne Mist. Das reicht. Ich muss doch irgendwo... Nee, nicht Attackeneinstellung. Das ist das eine. Taktik wählen. So. Wir sind ein Team. Keine Attacken. Flieh vor Gegnern. Und alle Teammitglieder. Wir sind ein Team. Okay, das funktioniert nicht. Weil wenn ich... Das ist halt sinnlos. Das wird sie... Ja, genau. Das heißt, ich müsste jetzt alles alleine machen. Mir geht es darum, dass ich die Teamtaktik so wählen will. Oh, endlich mal ein Level up. Dass es, sag ich mal, nicht direkt angreift, wenn das vermeidbar ist. Aber das... Ja, ich glaube, das versteht's nicht. Wir sind ein Team und hier muss ich machen mir nach. Legt mehr Wert darauf, dem Anführer zu folgen, als anzugreifen. Ach so. Moment. Das Pokémon legt mehr Wert darauf, dem Anführer zu folgen, als anzugreifen. Ja, huch. Wollen wir hoffen, dass es das auch behält jetzt. Dass es auch so verständlich ist. Ich kann hier rein. Das ist cool. Gut, ich meine... Gut, ja, die Linkbox können wir schon mitnehmen. Ja. Sehr schön. Aber, ja, das Geld schenken wir uns jetzt. Da kommt nämlich das nächste Pokémon. Und das ist halt zum Verzweifeln. Wenn ich mich... Ich müsste jetzt den DS anstellen, wirklich. Aber ich glaube, ich habe auch... auf dem DS immer na genau, Glumanda und Bisasam gehabt. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal in der Folge erwähnt. Also dementsprechend müsste es ja eigentlich von der Anforderung, sofern die wirklich vieles so gelassen haben, wie es mal war, relativ ähnlich sein. Ich weiß, es ist halt wirklich an manchen Stellen richtig und oh nein. Richtig schwer. Aber wirklich richtig schwer. Also das... Okay, gut. Es geht wirklich weg. Das habt ihr gesehen. Es hat sich jetzt wegbewegt. Also das, vielleicht klappt das wirklich mit der Taktik, dass es nicht mehr angreift, sofern das... Ja, okay. Glut macht mir nicht so viel Schaden. Sofern es das verhindern kann. Ach, genau.
Es ist aber auch, wie viele... Ja, okay. Okay. Ja, bitte, natürlich möchte ich weitergehen. Uff. Ja, genau, ich meine... Tauboga ist ja jetzt gar nicht... Tauboss, Entschuldigung. Tauboss sogar. Ist ja jetzt gar nicht so das Problem, ha? Wird ja sicher einem Pflanzen-Pokémon keine Schaden zufügen. Und immer noch keine neuen Attacken. Oh, eine. Das fetzt. Reflektor, ne? Gut, das ist sinnlos. Aber das ist cool. Reflektor, das ist ja eine TM. Das müssen wir auf jeden Fall tauschen. Die Phragia-Beere, die könnte sinnvoll werden für Bisasa. Die heben wir auf. Ja, das Geld nehmen wir so oder so mit. Oh. Mal gucken, wenn wir hier lang gehen. Das Pokémon scheint nicht zu uns zu kommen. Sehr gut. Okay, das Tauboss kommt auch wieder zu uns. Es kann ja doch irgendwo nicht sein, dass Bisasam halt in der ersten Runde schon bei der ersten Attacke keine Angriffspunkte mehr hat. Und mein Magen jetzt schon bei 20. Was war das? Das war Erdbeben, oder? Ich hab, das ist der letzte Belebersamen. Wow. Erstmal den Magen füllen. Nein, da kommt wieder ein Pokémon entgegen. Ach, das ist halt... Versuch dir mal einen... Ja, Treppe, Treppe, Treppe. Versuch dir mal einen auszuweichen. Ist Ebene 5. Oh, Sonntag, das ist gut für mich, ja. Aber halt auch gut für alle anderen, das ist das. Also alle anderen Feuer-Pokémon. Nein. Ha, wieder ein Attackenaufstieg, das ist immer erfreulich. Dass das wenigstens noch klappt, wenn sonst die normalen EP nicht so fließen, aber die Attacken, die steigen so gut es geht. Ja, das diagonale Laufen, das ist, was ist das? Trainingsschalter, die Attacken steigen schneller auf. Ja, das ist cool, aber ja, mehr auch nicht. Was war das? Statuswerte wurden nicht geändert, okay, gut. Klärsmog, das sagte mir gerade gar nichts. Hm. Die AP der Attacke wurden auf 0 gesetzt. Ist doch schön, oder? Also haben wir jetzt auch die erste Attacke, die keine Angriffspunkte mehr hat. Na los, das schaffen wir. Diese Ebene haben wir auch geschafft. So. Ebene 6. Ich denke mal, vielleicht wieder so 10, 15 vielleicht. Ich weiß es nicht. Gut, okay, Bisasam brennt, aber ich schenke es mir jetzt die Bereit. Tauschen. Durch. Ja, bestimmt noch genauer. Den einfachen Samen. So, weiter. Denn jetzt ist der Brand eh vorbei, also von daher. Und wieder sonnig, jawohl. Hm. Härtner, oh je. So. Das war ungünstig. Ach man. Okay, jetzt sind wir wirklich an einer Stelle, an der es richtig Probleme geben könnte. Ich hoffe, dass Bisasam das da oben alleine schafft. Habe ich noch Singelbär? Hm.
Nö. Ich möchte sagen, die sind eigentlich... Ah, es greift halt das Falsche an. Okay, Bisasam ist tot. Sehr gut. Das heißt, ich jetzt alleine... Bis ich einen Belebersamen finde vielleicht. Oder halt selber kaputt gehe. Okay, Panzerschutz ist nicht so schlimm. Ich muss halt erstmal ein bisschen... Kampfpunkte regenerieren. Ebene 10. Ich meine, es ist zwar ein Vorteil, sich hier auf der Feuer zu bewegen, aber es können halt auch alle anderen Feuer-Pokémon. Das ist halt eigentlich sinnlos. Ebene 11. Ach, Sonnentag ist so schön. Wenn es doch nur was bringen würde. Ach nee, oder? Ja, da hätte ich auch abkürzen können, das stimmt. Na gut, ich habe wieder volle Kampfpunkte, aber... Wir steuern hier auf einen Zustand zu, den ich... gerne freiwillig als Misere bezeichnen möchte. Rauchwolke senkt die Genauigkeit. Das ist doch perfekto. Ja, kommt die nächste Treppe. Ebene 12. Nein, doch nicht. Ich dachte jetzt schon, langer Ladescreen ist immer ein gutes Zeichen, aber... Oh ja, guten Apfel können wir mal essen. Also das können wir uns mal genehmigen. So viel haben wir da auch nicht mehr. Keine Treppe. Gut, okay, Taub... Nee, das ist Ibitak. Hm. Drachenwut gegen einen Vogel-Pokémon. Nee, oder? Ja. Wie kriege ich jetzt Hilfe? Nee, oder? Ach, Pelipperpost, ja, schön, 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 schön. Ach nee, das war bestimmt fast mit die letzte Ebene, oder? Nun denn. Ja, bin ich. Mhm. Nein. Und dann Hoffnung auf Rettung aufgeben. Ich kann ja mal googeln. Ich kann ja wirklich mal so frei sein. Ich kann ja mal so frei sein. Pokémon. Ich muss eigentlich mal gucken, wie lange geht denn die Folge schon. Okay, gut. Mystery DX. Feuerberg, Feuerberg. Wie viele Ebenen hat er denn? Wenn es natürlich 13 sind, ja, dann würde ich mich doch sehr ärgern. So, hier steht... Nein, oder? Zwölf Labyrinth-Ebenen? Feuerberg? Vier Labyrinthebenen Felspfad. Gut, dass wir den nicht gewählt haben. Eine Speicherebene Feuerberg, Ebene 13. Und dann... Gut, Feuerberggipfel, okay, aber... Wow. Das heißt, in der nächsten Ebene wäre... Nein, 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 nein. Ja, das heißt, wir fangen wieder von vorne an. Also 12 Ebenen müssen wir schaffen und wir sind in der 12. gescheitert. Einen Ibitak. Items und Geld verloren, ja. Cool. Wir sind durch diesen Berg, um
weiterzukommen. Wer hätte das gedacht? Und wir haben halt... Wow. Das ganze Geld verloren. Das waren halt 3000. Ist ja nicht... Nee, oder? Wir haben sämtliche Items verloren. Natürlich, ich hätte mal ein Top-Ether wirklich mal nutzen können, aber wir hatten halt bestimmt 5 Top-Ether gehabt oder so. Wow. Jetzt bin ich richtig... Richtig sackig, könnte ich sagen, ja. Puh, jetzt müssen wir erstmal ruhig bleiben. Wir haben jetzt keine Belebersamen. Wir haben einen Apfel, habe ich mir jetzt mitgenommen. Also jetzt geht es wirklich darum, hier so wenig zu kämpfen wie möglich, ohne Mist. Es kann nicht sein, dass die AP so schnell alle runtergehen. Oder ich lasse Bisasamen einfach sofort sterben und mache es alleine. Weil irgendwo ist sinnlos, mit einem Pflanzen-Pokémon hier rumzurennen. Zack. Einmal Glut, nochmal Glut und dann ist das schon fast wieder weg. Es ist halt sinnlos. Ich bin eigentlich auch nicht gewollt, dass dann... Nee. Ja, genau. Ach komm. Zack und Bisasam ist tot. Auf der ersten Ebene. Ist ja okay, ist ja nichts Schlimmes. He? Jetzt schön versuchen, ruhig zu bleiben. Ich meine... Huch, bin ich mal an die Maus gekommen. Moment, meine Auflösung hat sich gerade kurz... ...verabschiedet gehabt. Ich könnte wirklich... Ja, okay, Härtner ist nicht so schlimm. Das ist auch nicht so schlimm. Smog wäre halt ungünstig, wenn man dann vergiftet ist. Ich habe halt jetzt auch 13 Kampfpunkte nur noch. Und unten kommt schon das nächste Pokémon. Ich muss wirklich mehr diagonal laufen, ohne Mist. Ja, ich wollte wissen, was für ein Item das ist. Ansonsten wäre es ein Samen gewesen, ja, dann wäre es vielleicht ein Belebersamen. Ja, schön, aber... Was hätte einem das denn noch gebracht? Geld können wir uns auch schenken, es ist ja eh egal. Dass wir halt alles verlieren, das ist halt schon... Ah, schon sehr herb, muss ich sagen. Also das ist... Das ist schon frech. Ja, 13. Glück gehabt mal wieder. Nehme ich das Geld mal mit. Da sind 2 Items, vielleicht haben wir ja... Nein, haben wir nicht. Wieso sollten wir auch Glück haben? Wenigstens kann ich über die Lava laufen, das ist der einzige... Ja, genau... Wäre jetzt hier ein Pokémon gewesen, wäre es das Ende mal wieder gewesen, da wir nicht hätten angreifen können. Es hätte uns angegriffen, ja. Schaffe ich es von diesen... Ja. Agilität, genau. Sinnlos. Nee, es bringt nichts jemanden um... Ja. Okay, ich beende die Folge an dieser Stelle, das reicht dann. Es reicht halt einfach. Ich habe jetzt den einzigen Apfel. Na gut, wir haben noch 3 perfekte Äpfel. Es ist halt wirklich sinnlos. Es ist halt wirklich sinnlos, also... Na egal, irgendwann wird man das bestimmt mal schaffen in 10 Runden. Also in 10 Aufnahmen oder so, aber... Naja. Na gut. Sorry, dass ich jetzt so ein bisschen schlecht drauf bin, aber es ist halt doch sehr ärgerlich, wenn es dann so alles vonstatten geht. Ich denke mal, ich werde jetzt aus Frust gleich noch Civilization aufnehmen. Da kann ich wieder ein bisschen entspannen. Und gut, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.